Hallo und recht herzlich willkommen hier mal wieder zu einer Neuvorstellung hier bei uns auf dem Kanal und zwar zum bald erscheinenden Truck and Logistics Simulator. Das Ganze erscheint am 23. Juni, also nächste Woche erscheint das Ganze. Für den PC ist ausschließlich über Steam erhältlich, wird auch für die Konsolen verfügbar sein, unter anderem auch für die Switch. Das kommt dann, glaube ich, so wie ich das richtig gelesen habe, 2 Tage später. Auf den Konsolen soll auch Crossplay möglich sein, wobei ich glaube, aktuell ist das noch nicht gegeben. Vielen Dank nochmal für die Zurverfügungstellung der Preview-Version hier und auch die Möglichkeit, euch dieses Spiel ja mal ein bisschen näher zu bringen. Das eine oder andere hat man auch schon auf der Gamescom erlebt. Gab auch schon das eine oder andere Video dazu vor einigen Monaten. Ja, jetzt kommt es bald raus. Das Ganze geht dann in Early Access. Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung. So, ja, was habt ihr für Möglichkeiten? Ihr habt einmal die Möglichkeit, im Einzelspielermodus zu spielen oder eben halt auch im Mehrspieler. Ja, aktuell fehlt mir da noch einer, weil ist ja eine Preview-Version. Deswegen ja, hat die Möglichkeit jetzt aktuell leider noch nicht jeder. Aber da werden wir auf jeden Fall auch mal im Multiplayer unterwegs sein. Wir haben hier so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Es ist noch nicht alles final. Ne? Wichtig ist, es wird in Early Access verfügbar sein. Ihr seht auch schon hier, ich habe ja alles auf sehr hoch eingestellt. Habe auch Lenkrad ausgewählt. Ne? Das heißt, das habe ich jetzt mal eingestellt. Kann man auch einstellen, die Steuerung und so weiter. Dass man die selbst belegen kann, ist noch nicht gegeben. Ich denke, das wird nach und nach noch kommen. Hier haben wir noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die wahrscheinlich jetzt hier zum Testen da sein werden. Werden wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen, auch in den weiteren Videos. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Was beinhaltet das Spiel? Das Spiel beinhaltet quasi auf Deutsch nichts anderes, als dass wir ein Transportunternehmen gründen. Ne? Vom Beginn an können mehrere Fahrzeuge uns auf jeden Fall nach und nach dazu kaufen. Ich habe mir hier schon mal ein Fahrzeug gekauft. Es gibt verschiedene Autos hier. Es gibt einmal hier so ein, ich denke mal, es ist ein Audi. Oder soll zumindest einen sein, ist natürlich ohne Lizenz ein Audi R7 oder sowas. Oder irgendwie sowas. Das sieht, glaube ich, eher so aus. Das Ganze ist von Simula Games und Publisher ist Aerosoft, von dem ich auch den Key erhalten habe. Vielen lieben Dank auch nochmal dafür. So, dann können wir hier noch Pickups auswählen. Ne? Das heißt, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Und da gibt es dann auch noch weitere, die wir später uns kaufen können. Wir müssen aber allerdings natürlich erstmal Geld erwirtschaften. Hier gibt es einen Minivan, den habe ich mir schon gekauft. Da gibt es dann noch einen anderen Transporter, der wird aber allerdings noch angepasst auf eine neuere Version. Dann gibt es dann auch noch hier so ein, was ist das, so ein Ford Transit, nennt man so das? Ist aber ohne Lizenz, ihr seht schon. Und da gibt es dann noch so einen schönen MAN, da ist dann auch wieder eine Lizenz mit dabei. Ich denke mal, das ist so ein bunter Mix aus verschiedenen Dingen. Dann haben wir hier noch beispielsweise so einen Pritschenwagen, ne, noch einen weiteren. Das müsste, glaube ich, ein VW sein. Das müsste auch wieder Ford sein, ne, mit so einem Pritschenauflieger hier, ne, den man sich dann auch noch kaufen kann. Es gibt auch LKWs. Einmal der Marke Scania, da scheint dann auch die Lizenz auf jeden Fall dabei zu sein. Hier sehen wir die ganzen Stats, auch was der kostet. Ne, den gibt es auch nochmal als Kipper. Ne? Und viele, viele weitere Fahrzeuge. Ne? Auch hier so einen sogenannten, ja, ganz normalen LKW, wo wir dann hier so einen Tieflader wahrscheinlich oder so andere Dinge aufladen können. Sowie auch wieder ein Scania, ne? Den kennen wir doch. Das ist so der Hi-Roof, glaube ich, ne? Müsste das sein? Ja, ich denke schon. Und da gibt es auch noch andere Fahrzeuge. Und zwar einmal hier. Da musste ich ja ganz dringend los. Ich weiß zwar nicht, wofür wir dieses Fahrzeug hier brauchen, aber okay. Kostet halt 250.000 Tacken. Und ja, das sind die Gabelstapler hier, ne? Die wir auch nutzen können. Es gibt ja auch sogenannte, das ist, glaube ich, so ein Containerlader. So wie das aussieht. Radlader gibt es auch. Und wir gehen einfach mal zum Minivan zurück. Den habe ich mir schon gekauft. Ich glaube, wir hatten zu Beginn, meine ich, 15.000 Credits. Hier ist jetzt keine Bezeichnung mit dabei, die wir da zur Verfügung hatten. Und wir können uns, wenn wir uns den gekauft haben, auch noch anpassen. Bedeutet, wir können hier auch die Farbe einstellen. Ne? So nach, je nachdem, wie wir es gerne haben möchten. Ich nehme jetzt einfach mal einen etwas dunkleren, ja, gelb-orange oder so. Zack. Dann können wir natürlich auch noch ins Interieur wechseln, können jetzt hier noch ein paar Anzeigen ändern, ne, können die Beleuchtung, glaube ich, abändern oder irgendwelche anderen Dinge. Das ist noch nicht alles ganz final, das ist noch die Preview-Version. Nächste Woche kommt es raus und wichtig ist, es ist Early Access. So, da können wir auch hier noch ein bisschen was anpassen, ne, und verschiedene andere Dinge. So, wir können auch die Scheiben ein bisschen verdunkeln. Ich habe jetzt einfach mal komplett dunkel gemacht. Ne, die kann man hier so anpassen. Ihr seht das, da werden die dunkler.
Und können auch wählen, das kann man jetzt hier nicht lesen, weil das hier so hell ist, hier zwischen Xenon-Scheinwerfer und normale Scheinwerfer. Ich habe jetzt mal Xenon ausgewählt. Mit Enter könnt ihr anwenden. Und da könnt ihr hier wieder zurück. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Zack. Ihr seht auch jetzt hier den Ladescreen. Wie gesagt, Preview-Version. Die Entwickler arbeiten da fleißig dran, das Ganze noch zu fixen. Wir können jetzt auswählen zwischen, ja, was ist das denn jetzt hier? Sonne und Sonne. Okay, gucken wir mal rein. Okay, da haben wir nochmal eine Erklärung. Ist alles von der Erklärung manchmal so ein bisschen auf Denglisch. Ne? Manche Sachen sind auf Englisch. Man kann aber auch die deutsche Sprache einstellen. Und hier sind wir jetzt in der sogenannten Spielewelt. Hier gibt es auch KI-Verkehr, hier gibt es viele Aufträge. Ja, wir sollen auf jeden Fall ein Transport- und Logistikunternehmen gründen. Das haben wir gerade eben getan. Hier fahren auch KI-LKWs rum. Und unsere Aufgabe ist es, Aufträge zu absolvieren. Hier haben wir nochmal so eine komische Anzeige hier. Wir können auch verschiedene Sachen einstellen. Ob das dann in der Early Access noch verfügbar ist, weiß ich leider nicht. Ich mache mal Folgendes hier. Ich schalte das mal aus. Ne, wir können jetzt hier, könnte ich jetzt noch nachts einstellen. Ne, das heißt, da können wir noch nachts arbeiten. Ich mache einfach mal ja, so gut Mittag rum und blende das Ganze aus. Ja, ansonsten könnt ihr euch auch noch mit Escape hier die Steuerung nach und nach nur anschauen. Ihr seht auch hier so eine kleine Minimap. Ne, Tankstellen sind mit dabei, Reparatur kann man, glaube ich, machen und Aufträge gibt es dort. Die Steuerung könnt ihr euch hier auch noch immer mal wieder einblenden. Wie gesagt, ist noch nicht komplett übersetzt. Ne? Das ist teilweise noch so ein bisschen Denglisch. So, da könnt ihr auch hier wieder zur Garage zurück und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir gehen mal kurz in die Innenansicht. Das macht ihr nämlich mit der Taste C. Da könnt ihr euch hier auch umschauen. Ihr könnt im Innenraum, könnt ihr auch mit der Taste 2. Ja, könnt ihr euch hier sogenannte Displays noch anzeigen oder Rückfahrspiegel, wobei man sieht hier alles. Aber das Coole ist, guck mal, man kann hier noch so ein bisschen einstellen. Ja, ist auch nicht schlecht. Ich lasse die jetzt erstmal aus. Und gehen wieder in die Außenansicht. So, gucken wir mal. Ach, guck mal, da vorne müssen wir, glaube ich, hin. Mit E starten wir den Motor. Und dann mal die Handbremse lösen. Und dann fahren wir da mal rum. Ich habe Lenkrad dran. Ich fahre jetzt einfach mal rückwärts ran hier an dem Auftrag. So. So. Da haben wir jetzt unsere Auftragsspots, die wir haben. Hier seht ihr dann auch immer, was für Fahrzeuge wir dafür benötigen. Ich denke mal, der lohnenswerteste Auftrag, das ist der hier oben. Das ist der, ja, wo der das meiste Geld bringt. Ja, wir sind jetzt hier, wir müssen was mit den Gabelstapler verladen. Zerbrechliche Fracht. Das schauen wir uns auch nochmal an. Hier haben wir so eine kleine Minimap, die schaut auch noch nicht final aus. Aber ich denke, wir nehmen diesen Auftrag mal an, bestätigen das Ganze, dann lädt er einmal kurz. Und dann werden wir uns gleich mal anschauen, was wir denn machen werden. Aha, guck mal. Jetzt haben wir hier so einen schicken Gabelstapler. Und mit dem lade die Fracht mit dem Gabelstapler in das Fahrzeug. Okay, das machen wir jetzt mal hier soweit fertig. Und dann würde ich sagen, starten wir den mal. Ich habe das ursprünglich versucht mit einem Gamepad, aber dadurch, dass ihr seht schon links, ne, dass man das noch nicht sieht, was man da genau hat. Wir müssen das mal jetzt so kurz mal aufladen hier. Halt mal kurz an. Und dann mit der rechten Maustaste können wir das Ganze jetzt hier hochliefern. Es ist auch eher casual-lastig. Es ist keine Hardcore-Simulation, ne? Das sollte euch auch bewusst sein. Es ist auf jeden Fall sehr casual-lastig. Und jetzt müssen wir den ganzen Kram hier mal rein befördern. Und werden hier erstmalig. Ah, passt das? Ja, der hilft auch immer mit, ist eingeladen. Ne? Das heißt, auch hier die ganzen Hilfe-Fenster helfen euch da so ein bisschen. Oh ja, da müssen wir ein bisschen sensibler mit umgehen. So, wir fahren mal zurück jetzt hier. So, Rückwärtsgang rein. So, dann haben wir das jetzt aufgeladen. So, das heißt, unser Fahrzeug ist soweit bestückt. Und die Zeit läuft trotzdem jetzt noch weiter. Ich habe die doch ausgestellt. Gehen wir mal auf Non. Oder habe ich die jetzt doch wieder eingeschaltet? Mann, Mann! Bin irgendwie auf die Taste gekommen. So, jetzt können wir hier noch gucken. Da haben wir noch weitere Dinge, die wir jetzt auch noch transportieren müssen. Und zwar haben wir einmal noch zwei Kisten. Die müssen noch auf den Anhänger geladen werden. Und das machen wir jetzt auch nochmal. Den Sound muss ich nochmal anpassen. Der ist arg laut. So, dann fahren wir jetzt hier mal ran. Können dann natürlich mit der rechten Maustaste das Ganze wieder runter machen. So, jetzt schieben wir das mal ein bisschen weg. Und werden hier einmal runterfahren.
So. Komm, ganz langsam und sachte. So, dann hoch damit. Dann fahren wir mal zurück hier. Können das natürlich auch über die Innenperspektive machen. Wobei, im LS tue ich mich da schon schwer. Wobei, hier hat man dann immer noch so eine kleine Hilfe. Ja, wir gucken mal, ob wir das jetzt irgendwie so hinbekommen. Huch. So. Wir müssen da echt sachte mit umgehen. Also, da fehlt noch so ein bisschen die Feinjustierung. So, haben wir aufgeladen. Jetzt schiebt er automatisch nach hinten. Ne, ihr seht schon, das Spiel hilft euch da auf jeden Fall dabei, gewisse Sachen auf jeden Fall besser zu machen. Hört sich ganz schön laut an, das Ding hier. So. Fahren wir das mal ein bisschen sensibler runter hier. Warte mal, ich kann euch das überhaupt auch... Na, ich hab ja noch das, die Seitenkonsole vom LS. Vielleicht kann man das damit dann später auch steuern. Weil Einstellungen kann man nicht ändern aktuell, ne? In der Preview-Version, die wir jetzt hier haben. Oder die ich jetzt hier bekommen habe. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren. So, jetzt werden wir das Ganze nochmal aufladen hier. Ja. Fahren wir da mal hoch hier. Ja. So. Dann wieder zurück. Da müssen wir ein bisschen sachte hier machen. Okay. So, das Ganze ist fertig. Ah, da springt er automatisch rum. Was natürlich noch cool wäre, ist, wenn man sich hier in der freien Welt bewegen könnte. Das wäre auch noch nice. So, wir starten mal unser Auto und hängen jetzt die Fracht hier an. Und werden dann mal gucken, wo wir denn gleich hinfahren. Ne, KI-Fahrzeuge gibt es ja auch, ihr seht das schon. Grafiktechnisch ist das natürlich jetzt, meiner Meinung nach, es ist okay, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Highlight. Ich denke, der Spielspaß steht da definitiv im Vordergrund und es ist mal ein bisschen was anderes. So, so einmal mit T, guck mal, er hilft euch auch. Zack, jetzt haben wir das Ganze angekuppelt. Und jetzt müssen wir, ja, quasi dorthin fahren. Wir gehen mal in die Innenperspektive. Also das mit der Lenkradsteuerung, das funktioniert schon mal ganz gut. Ihr könnt auch mit den linken Schultertasten, ich nutze jetzt ein G920, das Ganze auch ohne Probleme den Blinker einstellen. Gibt auch Ampelphasen hier, ihr seht das schon. Und dann warten wir jetzt erstmal hier. Also es läuft recht gut. Der Blinker geht ja auch automatisch aus, das weiß ich jetzt gar nicht. Ah doch, er geht aus. So, wir bremsen mal. Ah, jetzt haben wir Ruhe, toll. Gehen wir wieder in die Außenperspektive. Ihr könnt ja auch mit der linken Maustaste gedrückt halten hier. Könnt dann hier eure Position wählen, wo ihr vielleicht am besten klarkommt. Ich finde das noch ein bisschen zu hell hier eingestellt. Ich habe jetzt keine Einstellungsmöglichkeit gefunden, wo ich das jetzt hier von der Helligkeit noch einstellen kann. Wir gehen mal wieder in die Innenansicht und fahren da jetzt den Weg hier lang. Hier gibt es auch Tankstellen, ne? Da kann man dann tanken wahrscheinlich, die Fahrzeuge reparieren später. Und jetzt werden wir dann gleich mal auf die Autobahn fahren. Huch, so. Oh, da müssen wir hier drauf, ne? Schön sachte, hier, wir haben zerbrechliche Fracht an Bord. Und da fahren wir jetzt zu unserem Ziel. Zu unserer Destination. Da fahren auch ein paar Schiffe lang und so weiter. Huch. Ja, die Fahrzeugsteuerung, da muss ich nochmal ein bisschen gucken. Es fährt sich recht schwammig, muss ich ehrlich gesagt sagen. So. Müssen wir mal gucken. Ich kann mal kurz schauen in den Einstellungen. Hat das Fahrzeug dann an? Nee, leider nicht. Optionen, ob ich hier irgendwie was mit Brightness einstellen kann. Ne, Brightness geht leider nichts. Hab's leider nicht gefunden. Fahren wir einfach mal weiter. So, da sehen wir auch den Gang, den wir haben. Ne, die Ganganzeige funktioniert, glaube ich, auch nicht. Wir schalten nämlich hier... Ach doch, das hat er vom 2. in den 4. geschaltet. Bei 75. Ja, man kennt es. So. Da hinten haben wir auch so ein kleines Hafengebiet. So ein paar Windräder und so weiter. Ne, hier haben wir so eine kleine Baustelle. Und ich denke, da werden wir nach und nach das Ganze dann auch dann zum Laufen bekommen. Blinken wir mal eben kurz. Bremse und so weiter. Klappt auf jeden Fall alles.
könnt ihr Blinker auch mit dem zweiten Klick auf die Taste oder beim Lenkrad natürlich auch ausschalten. Ne? Hier haben wir so eine kleine Baustelle. Ist jetzt auch eine fiktive Stadt. Ich glaube, es ist jetzt keiner reellen Stadt nachempfunden, wo wir hier unterwegs sind. Ah. Aber es scheint hier auf jeden Fall mehrere Gebiete zu geben, wo wir dann von A nach B fahren, Fracht transportieren, dann auch Sachen verladen. Ist mal ein bisschen was anderes, ne? Auch mal wieder so eine Transport-Simulation, die allerdings sehr, sehr einfach gestrickt ist, von der Handhabung her. Also wer jetzt hier wirklich erwartet, dass wir da eine 100% oder eine 100%ige Simulation erwarten. Ja, es ist eine Simulation, ne? Eine Transportsimulation, aber der Fokus liegt da eher von, wir fahren Sachen von A nach B, laden die ab und so weiter. Nichtsdestotrotz denke ich, ich hatte das auch schon mal mehr auf der Gamescom angeguckt, hat das durchaus Potenzial, das Spiel. Und dadurch, dass es halt Crossplay-fähig ist oder Crossplay-fähig werden wird, denke ich, ist das auch interessant, ne, für den einen oder anderen. So, wir warten mal kurz hier, bis der weg ist. Das ist schon ein ganz schöner weiter Weg, ne? So, gehen wir noch in die Außenperspektive. Das wirkt meiner Meinung nach noch ein bisschen grell. Aber mit Lenkrad kann man das im Vergleich zu anderen Spielen auf jeden Fall sehr, sehr gut steuern. Das hat mich hier sehr positiv überrascht. Es geht recht gut mit Lenkrad. Wie gesagt, mit Gamepad, da weiß man natürlich immer nicht, welche Tasten man drücken muss, weil die halt nicht vorbelegt sind. Das wird jetzt hier im HUD auch nicht angezeigt. Allerdings sind die Tasten alle vorbelegt. Das heißt, die Schaltwippen dienen quasi als Blinker, Lenkrad klar, Gas, Bremse. Kupplung gibt es hier nicht. Guck mal da, ich glaube, wir müssen da zur großen Baustelle, wa? Sieht zumindest so aus. Müssen wir jetzt hier runter? Ja, ich glaube, wir müssen hier runter. Da müssen wir mal ein bisschen bremsen. Ja. So ein Industriegebiet haben wir jetzt hier, ne? Ja, das ist alles frei. Was mich freuen würde, wäre, wenn man zum Beispiel jetzt hier, wenn man nach links und rechts fährt, dass man dann dort zum Beispiel auch nach links und rechts die Kamera schwenkt, wenn ich lenke. Das wäre zum Beispiel eine coole Sache. Was da vielleicht noch so Verbesserungspotenzial hätte. Oder eben halt, dass ich mit der Maus, dass ich die nicht gedrückt halten muss, um mich hier links und rechts umzusehen. Ne? Das wäre vielleicht auch nochmal ganz cool. Aber wie gesagt, ne, das Spiel kommt am 23. Juni in Early Access. Und Early Access bedeutet ja immer, es wird noch weiterentwickelt. Das heißt, es ist kein fertiges Spiel. Ne, aber ihr könnt es euch trotzdem, wenn ihr es wollt und wenn euch das Ganze gefällt, über den Link natürlich gerne, ja, euch dann holen ab nächster Woche. Was ist das denn? Fast Food Donuts. Ah ja. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wo müssen wir denn hier hin? Ach, guck mal, jetzt haben wir hier schon so einen Hilfepfeil. Das finde ich cool, wenn wir uns in der Nähe befinden. Dass wir dann... Ah, guck mal, da muss das hin. Das finde ich zum Beispiel auch sehr gut gemacht. Mit den Pfeilen hier, guck mal. Die euch dann zeigen, okay, fahr mal dahin, fahr mal dahin. Blinker funktioniert natürlich auch. Wir haben natürlich auch Licht, glaube ich. Ne? Aber Licht. AF-Licht? Ich weiß gerade nicht. So, wir gehen mal wieder in die Innenperspektive. Oh, guck mal hier. Viele KI-Fahrzeuge rum hier. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Geht das Tor alleine auf oder müssen wir einmal hupen? Ach, guck mal, es geht alleine auf. Das ist auch praktisch. So. Dann werden wir das Ganze jetzt hier abliefern. Ah, dann haben wir auch schon den ersten Auftrag und 6000 Euro quasi Cash in a Tash, ne? So, jetzt kommen wir da bei den Rückfahrkünste. So, wir werden das Ganze jetzt mal hier soweit ready machen. Ich guck mal, ob ich das jetzt hier einigermaßen... Nee, das war natürlich wieder falsch. Ja, rückwärts fahren und ich, das ist immer so eine Sache, ne? Der eine oder andere kennt es vielleicht. Ich wäre viel zu weit weg, ne? So, wir werden jetzt einfach mal
so ein bisschen versuchen, jetzt hier langsam aber sicher das Ding dann hier abzuliefern. Ja. Das sieht ganz gut aus. Ne, schön sachte, nicht zu schnell, weil Ware ist ja zerbrechlich, stand ja extra mit dabei. So, Auftrag haben wir abgeschlossen, ne? Grundeinkommen. Was? Grundeinkommen? 14? Okay. Wir sind 4,2 Kilometer gefahren. Okay, haben 1,5 Tonnen transportiert. 50.055 Credits. Zerbrechliche Ware haben wir nochmal einen Zusatz bekommen. Ladebonus sehr gut. Parkbonus sehr gut. Und Frachtbeschädigung 0%. Das heißt, wir haben keine Abzüge. Haben auch XP gesammelt. 3 Sterne. Und klicken jetzt hier mal auf Fortfahren. Das heißt, wir können uns jetzt hier auch frei in der Welt bewegen. Das finde ich zum Beispiel auch ganz gut. Ich mache mal kurz den Motor aus. Wir können uns ja kurz nochmal hier das Nachtszenario uns hier mal angucken. Ja, Motor starten. Licht war, glaube ich, mit L, genau. Ja, können wir hier einschalten. Ansonsten, was haben wir noch für Steuerungsmöglichkeiten? Da schauen wir auf jeden Fall mal hier noch rein. Wir haben noch eine Hupe. Ein Hazard Light. Ah, es ist wahrscheinlich die Rundumleuchte, ne? Denke ich mal. Haben wir jetzt hier natürlich nicht. Ah, doch. Hier, Warnblinker. Funktioniert auf jeden Fall auch ganz gut. Hupe haben wir auch. Sehr gut. Das Ganze läuft. Und ich würde sagen, ja, das soll es erstmal gewesen sein hier mit dem ersten Eindruck von Truck and Logistics Simulator, der nächste Woche am 23.06. erscheinen wird. Link wie immer in der Videobeschreibung, und wenn ihr mehr Folgen davon sehen wollt, so wie euch das Video gefallen hat mit der kurzen Vorstellung hier, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage mal bis dahin. Tschö, ciao, bye, bye. Euer Homer. Bis dahin. Tschüss.